Da fehlt mir aber noch ein bisschen was. Ich meine, wir können auch den Skinsuit benutzen. So, das haben wir. Doppelausweichen. Yo. Willst du mich verarschen? Lässt du mich rein, Süße? Danke. Aarons Schließfach. So, dann wollen wir den alten Justin hier mal besuchen. Nein, war natürlich nur ein Spaß. Wie wurde der Datenlink zu einem Teil von dir? Ich versuche nur, meine Schuld bei denen zu begleichen, die mich gerettet haben. Das Magnetfeld des persönlichen Datenlinks beschützt unsere Stadt vor feindlichen Nativas. Der Datenlink braucht mehr Energie. Mehr Energie bedeutet mehr Hyperzellen. So, dann will ich mal hier zu diesen Menschheitsreservoirs. Vielleicht kann ich dort irgendwo was eingeben. Diese Zwischentüren verstehe ich nicht. Wenn da wenigstens irgendwas dran wäre. Ich kann ja auch nichts benutzen, ne? Sehr erfreut, Engel. Ich habe gehört, dass du keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber dann... Na dann. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu diesen Schließfächern komme. Naja. Machen wir mal mit der Hauptquest weiter. Lauf ein bisschen schneller, kleine Eve. Sonst fällst du in ein Loch ganz, ganz runter tief. Einmal nur kurz, Baby. So, Handy ist voll. Jetzt kann ich mal das Headset dran laden. So, da bin ich wieder. Warte mal, ich mache das jetzt anders, bevor ich jetzt die ganze Zeit hier rumfläze mit
Rückenschmerzen und den ganzen Kram. So. Keine heult rum, wenn die Füße mal auf dem Tisch liegen. Nee, nimm die Füße vom Tisch. So. Das ist der Skin-Suit. Ändert das Aussehen. Der hautartige Skin wurde eigens von der Mother Fair erschaffen. Er bedeckt den Körper eines Mitglieds des Landetrupps und aktiviert sich selbst oder er erweitert sich, zieht sich zusammen, je nach Situation. Mit anderen Worten, er ist wie eine eigenständige, lebendige Haut. Der Schild wird deaktiviert, wenn du diesen Skinsuit anlegst. Ah, das bedeutet... Das ist der Hardcore-Modus. What the fuck? Benutzt den Skin. Kannst mich mal. Kannst mich mal gern haben. Schon klar, dass du willst, dass ich den Zug benutze. So, holen wir uns mal aus. So, hier gibt es aber keine Schnellreisefunktion, ne? Na dann. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit der Hauptquest weiter. Sonst kommen wir ja nie vorwärts. Ich will aber vorher nochmal mit der Kleinen sprechen. Ich möchte mit ins Ödland. Oder... Das ist die große Eröffnung von Lillys zweitem Workshop. Tja... Höher entwickelt es. Extremes Nano-Polyethymel. Okay. Fehlt noch ein bisschen was? Kann ich mit dem sprechen? Ich brauche noch etwas Zeit. Okay. Kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht. Okay. Na gut. Ich finde es komisch, dass ich aus der Stadt nicht raus schnell reisen kann. Das macht diesen Ladebildschirm umso nerviger. Warum mache ich mein fucking Ambilight nicht an? Wozu habe ich mir denn Ambilight geholt? Natürlich will ich es aktivieren. Gaming, jawohl. Ganz anderes Gefühl. So, hier können wir doch mal schnell reisen. Warum kann ich nicht da unten hinreisen? Ah. Ich mag diese Wichslappen da hinten nicht.
Ich habe ein paar Skills freigeschaltet. Das sah geil aus. So, ich muss mit dem Kran hier runter. Oh, ein hässliches Teil, ey. Warum habe ich jetzt so aufs Maul gekriegt? Könnt ihr mir das mal verraten? Und eine Antwort wie, weil du scheiße bist, lass ich nicht zählen. Das gehört sich nicht. Ah, da ist noch eine Kiste. Adleraugen-Explosit. Oh, viel zu viele Sachen. Man darf ein Spiel ja wohl genießen. Okay, das geht wohl andersrum. Mensch. Die Pflanzen starben im Winter und im Frühling erwachen, sterben im Winter und im Frühling erwachen sie zu neuem Leben. Auf der Erde herrscht im Moment Winter, doch sobald der Winter vorbei ist, folgt der Frühling gewiss. Also gib nicht auf und kämpfe weiter. Überlebe und genieße den Frühling. Auch für mich mit. Okay. Okay, ich kann da nicht rein. Schade. Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Dieser Lümmel. Die sind eklig. So. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Wenn ich warte und er sich mich nicht entdeckt und sich rumdreht, dann könnte ich ihn aus dem Hinterhalt one-hitten. Hoffe ich. Aber ich glaube, das dauert nicht so lang. Naja, ein Tränkchen nehme ich noch einmal. Aua! Alter! Diese ekelhaften Tentakeln überall. Wie in einem ganz schlechten Hentai-Film, ey. Ekelhaft. Bleib weg von meinem Engel. Oh, da ist wieder so ein besonderer Mensch. Tentakelparty.
Da war der Tentakel für die Dame hier wohl zu viel. Oh, Körperkern. Noch 2 Körperkerne und ich habe wieder ein bisschen mehr Lebensenergie. Das gefällt mir. Gibt es hier oben noch irgendwas? Nö. Liegt doch ganz gut. Ich glaube nicht, dass es hier was gibt. Na, Exposita. Fernangriffskraft um 10%. Das ist vielleicht nicht schlecht. Aber brauche ich aktuell nicht. Hacking-Gerät, verbesserte Drohne, Schachtel-Raketenaufsatz. Ne, hier kann ich nichts verbessern aktuell. Gibt es irgendwas, was ich kaufen kann? Nö, ich hab alles. Fähigkeiten? Habe ich keine, okay. Naja, ruhen wir uns mal aus. Wunderbar. Ich sehe den Eingang zu Altes Labor. Brauchen wir einen Sicherheitscode? Nein, aber da reinzukommen könnte ein bisschen schwierig werden. Hm? Fuck. Halt, Fremde. Hallo, Süße. Wir müssen einfach nur die Brüste aneinander reiben, dann passt das schon. Wer bist du? Quiel von der Königlichen Garde. Ich beschütze auf Befehl von Orkhill die Ruinen. Ihr wisst, dass das Sperrgebiet ist. Moment, Moment, aber wir sind doch wegen Orkhill hier. Dennoch, ich kann keine Unfähigen durchlassen. Unfähig wofür? Wenn ihr es schafft, mich zu besiegen, dürft ihr passieren. Nun, wenn das alles ist. Alles klar, die reiben jetzt die Spalten aneinander. Und die zuerst Spritz hat verloren. So, genug Muschi gerieben. Jetzt wird geschleckt. Sehr gut. Ah, okay. Lässt mich rein. Ich habe dich unterschätzt. Du warst dem Alpha-Nativer ebenbürtig. Es war mir eine Ehre, mit dir zu kämpfen. Aha. Wir können jetzt eintreten. Warum muss ich mir immer schöne Sachen versauen mit meinen Kommentaren? Altes Lavoir wurde schon vor langer Zeit von Nativer. Dass ich noch nicht gebannt wurde. Keiner ist je lebendig zurückgekehrt. Doch, was dich betrifft. Wäre bestimmt schon längst passiert, wenn ich tausende Zuschauer hätte. Heutzutage darf es ja keinen Spaß mehr haben oder irgendwas sagen, was irgendwer irgendwie irgendwer falsch verstehen könnte. Sonst würde Twitter wieder brennen. Obwohl ich gar nicht bei Twitter bin. Entschuldigung. Nerdcheck, Brille im Gesicht. Wie geklebt. Und der Arsch so straff.
dass der Penis steht. Ja. Aidos. Die Klinge funktioniert nicht mehr. Der Drohnenscan auch nicht. Warte mal. Gar nicht gut. Irgendein elektromagnetisches Sicherheitsfeld stört das System. Das müssen die Natebas verursacht haben. Ah, die Drohne würde noch funktionieren. Oder wir schießen auf Distanz. Dafür sollten wir wohl Lilly dankbar sein. Das muss ausreichen. Gehen wir weiter. Die Drohne. Ich kann keinen Drohnenscan ausführen. Ich habe aber nicht unendlich Munition, das ist euch schon klar, ne? Fuck. Ah, okay, ich kann Munition auffüllen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Von außen sahen die Ruinen alt aus. Aber innen sieht es so modern aus. Sieht schon geil aus. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Zeitlich passt das überhaupt nicht zusammen. Finde ich auch. Wir sind die Menschheit, nicht ihr. Wir werden diese falsche Welt wieder bereinigen und diese Welt mit unseren eigenen Händen läutern. Warum sind die alle falscher Prophet? Madath Bear ist nicht so geil und hast du nicht gesehen? Was ist denn hier los? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Fuck! Oh, leck mich doch! Bootvorgang abgeschlossen. Admin-ID eingegeben. Raphael bestätigt. Eingabeaufforderung wird ausgeführt. Befehl eingegeben. Bestätigt. Mein Name ist Raffi. Ich bin der Zentralrechner der Befreiungsfront der Menschheit. Die Menschheit muss vor der Unterdrückung durch die Maschinen befreit werden. Experimente zur menschlichen Innovation werden durchgeführt. Ich folge dem Befehl des Administrators. Ist Oracle... Warum kann ich hier schon wieder Munition nachfüllen? Hier sollte es doch keine... Gibt es doch noch keine Gegner. Fühlt man sich richtig willkommen. Okay, aber die Flammen sehen schon echt geil aus. Alter, hat der mich erschreckt. Matrix ist real. Alter, sieht das schon geil aus. Das sieht aus wie ein riesiges Arschloch. Ist voller Kapseln. War das eine Forschungseinrichtung? Die sind leer. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Plot-Twist, wie zum Beispiel, wie bei Nier. Nier Automata.
Ah, die hinterlassen auch Munition, okay. Money. Geschichte interessiert mich tatsächlich, das Spiel an sich auch. Ist auch gar nicht so schlimm, dass ich jetzt auf einfach spiele, weil ich dadurch halt auch vorankomme. Mami! Schrotpatrone? Wie Schrotpatrone? Alter, hat der mich erschreckt! Da ist dein Lager. Oh, dieser Lappen, ey. Ich mich ausruhen? Nee, es passt eigentlich. Ah, ich kann mein Schwert nicht benutzen. Warum ist hier ein Einschussloch? Die wollen mich doch verarschen, oder? Gotcha, Bitch. Arschloch. Drecksau. Warte, was ist das? Viel zu dunkel hier. Dieser Hurensohn. Ah, die muss ich gar nicht killen. Verstehe. Und auf. Was geht denn hier ab, ey? Explosive Party. Kannst du mal bitte öfter sterben? Nein, Blub, kann ich nicht. Ich habe keine Lust mehr. Und grüß dich. Wirklich vorsichtig sein. Alter Schwede. Könnt ihr doch nicht bringen. Noch ein alter Mann. Hm. Vielleicht ist das Muster zu deinen Füßen ein Hinweis. Der arme Boden, was erschießt du ihn denn?
Füßen ein Hinweis. Okay. Dreieck, Kreis, X. Dingsbums. Quadrat. Dreieck, Kreis, X. Dreieck, Kreis, X. Viereck. Hm. Vielleicht ist das Muster zu deinen Füßen ein Hinweis. Dreieck, Kreis, X. Dreieck, Kreis, X, Viereck. Sehr gut. Wir sollten weitergehen. Okay. For humans, for life. Ich bin Refi, der Hauptcomputer der Befreiungsfront der Menschheit. Für die Menschheit, für das Leben. Geheimhaltung und Quarantäne sind in diesen unterirdischen Einrichtungen unerlässlich. Wir bitten um Ihr Verständnis, da es wichtig ist, auf unerwartete Situationen vorbereitet zu sein, die während der Forschung und der Experimente eintreten können. Beobachten Sie bitte alle Sicherheitsmaßnahmen beim beachten Sie bitte alle Sicherheitsmaßnahmen beim Betreten der Einrichtung. Okay. Nicht so gefällt mir das schon eher. Yay, ich habe einen Punkt, mit dem ich nichts machen kann, weil hier alles gesperrt ist. Das bedeutet, Überleben ist durch. Das ist auch durch. Da kann ich hier noch ein bisschen was mit Beta machen, aber es ist auch... Brauche ich mehr. Okay. In diesem Generator scheint eine Fusionszelle zu sein. Ja, aber das gefällt mir nicht. Holen wir sie da raus. Nein, holen wir nicht. Ich habe nämlich das Gefühl... Sobald ich hier was mache, geht was los. Ja, wie soll ich die da raus, wenn du Horst? Noch nicht möglich. So, ein bisschen Fanservice von Blub, von Zoe, von Justin. Warte mal. Au. So, wie soll ich die da rausholen? Nur mit einer Fusionszelle raus. Das ist mir schon klar. Aktiviere den Laser. Gerade noch einmal. Und jetzt muss er kacken. Oh mein Gott, ist das hier scheiß dunkel. Nehmen wir mit.
Die Eidos Company, Vorreiter im Bereich der menschlichen Innovation. Vielen Dank für Ihren Besuch unserer Kybernetikfabrik. Wir sind die Vorreiter neuer Technologien, neuen Lebens und neuen Normalität. Erleben Sie mit unseren vielfältigen Programmen die Angebote der Eidos Company. Bitte haben Sie Verständnis und halten Sie sich an die Sicherheitsvorschriften vor dem Einlass. Bitte geben Sie Ihre Reservierungsnummer an und wir werden in Kürze bei Ihnen sein. Vielen Dank. Wegen diesen Schreckmomenten hier ist wahrscheinlich genau das Problem, weswegen mein Scanner nicht funktioniert. Das ist nämlich der Grund. Mit dem Scanner kann ich die Viecher nämlich scannen und weiß, wo die sind. Deswegen geht die Scan-Funktion hier nicht. Die Tür da drüben ist offen. Wollen wir jetzt ein bisschen Gruselmusel mit reinbringen? Drohnen-Upgrade-Modul. Geile Sache. Gibt's aber viele Patronen. Das gefällt mir gar nicht. Laser aktiviert. Gehen wir runter. Ich hab's gewusst. Kann sagen, was du willst. Grafisch ist es einfach, sieht schon geil aus. Werbung der Eidos Company. Vorreiter im Bereich. Ja, kenne ich. So, was haben wir hier? Na, EP. Okay, das passt. Das war gar nicht mal schlecht, dass wir den ganzen Kram aufgenommen haben. Okay. Au. Lass mich raten. Tut das weh, wenn wir hier durchgehen? Ja. Okay. So, der Laser ist an. Und nun?
Oh nein, wir können das manu... Oh, fuck. Das wird ein Spaß. Okay, das ist also unmöglich zu verschieben, okay. Au. Ups. Das wird sowieso wahrscheinlich passieren. Was wohl passiert, wenn wir alle platt gemacht hätten? Sehr schön. Es hat funktioniert. Warum war mir das so klar? So, wie kommen wir jetzt hier raus? Das war aber doch irgendwie so halbwegs klar. Ich habe das Ding nur geholt, damit ich weiter kann. What the fuck? Sag doch, Matrix war eine Dokumentation. Dieses Labor. Glaubst du, dass Menschen in dieser Anlage Nativas erforscht haben? Oder... Ja, vielleicht haben sie das. Schließlich ist es immer hilfreich, seinen Feind zu kennen, wenn man ihn besiegen will. Aber dieser Ort sieht mir eher nach einer Fertigungseinrichtung aus. Vielleicht sind die Nativas ja von den Menschen erschaffen worden, um die künstlichen Menschen zu besiegen. Ich habe keine Ahnung. Schockwelle. Damit arbeite ich eigentlich am meisten. So. Sonst ist bei euch alles cool. Geht's euch gut. Alle Leuchten sind rot. Das ist kein gutes Zeichen. Verdammt, wir stecken fest.
Lasern vorbeigekommen. Wenn ich nicht so greedy gewesen wäre. Mir geht's soweit ganz gut. Der Lift sollte jetzt laufen. Lieber von hier unten als von oben. Alter Schwede. Ja, ich will das Lager aktivieren. Ich habe nämlich keinen Bock, den ganzen Scheiß nochmal neu zu machen. Wieder hacken. Mehr muss ich nicht. Oh, zum Glück habe ich die Drohne ein bisschen abgegradet. Extremes Nano-Element. Schade, dass es keine Upgrade-Station gibt. Die Kontamination breitet sich hier aus. Was ist dann? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Zeichen überhaupt ist. Ich kenne nur Alpha, Beta, vielleicht auch Gamma. U. N. Zelt. Alpha. Komisches U. N. Na dann. Es ist ein Sicherheitscode. Der ist bestimmt nützlich. Drohnen-Upgrade-Modul schon wieder. Wir sind fast da. Money ist gut. Hier geht's nicht weiter. Ich such dir einen anderen Weg. Machen wir einen Umweg. Durch die Lüftung. Oh, jetzt müssen wir durch die Lüftung kriechen. Wird wahrscheinlich wie bei Resident Evil 6 so sein, dass wir 60% des Bildschirms einfach nur Frauenarsch in der Kamera haben, wie sie es mit der Ada gemacht haben. Nur, dass die Ada eine Lederhose anhatte und kein kurzes... Gib den Code mal ein. Ich meine, wir können uns den anzeigen lassen, ne? Das ist jetzt gut, aber wir brauchen es nicht zwingend. Alpha. Dieses coole N. Es klappt.
Das war jetzt eigentlich nicht. Oh komm schon, ich habe jetzt keine Munition mehr. Warum konnte ich das jetzt nicht aufnehmen? Weil ich keinen Schrot habe. Ich muss dringend irgendwas machen, damit ich Schrot kriege. Das kann doch so nicht angehen. Ich will mal gucken, was hier oben noch zu finden ist. Oh, das war gut. Ja. Ich lade nochmal meine Munition auf. Das hat jetzt sehr viel Munition gefressen. So, ich hoffe, euch gefällt das Spiel soweit. Ah, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie es funktioniert.